So, ist das nicht wunderbar gewesen? Schöner Ausschnitt mit dem Leatherface und seiner Kettensäge und seiner degenerierten Family. Ja, jetzt last but not least kommen wir zu dem Boogeyman, der schon meine Eltern Angst und Schrecken eingejagt hat, und zwar Michael Myers. Der hat zuerst mal 1978 in John Carpenter seinem Low-Budget-Horrorfilm für Angst und Schrecken sorgen. Und zwar ist das Halloween. Wichtig ist bei Halloween die Musik. Der hat auch John Carpenter geschrieben. Und jetzt kennt man, das ist auch wiedererkennungswert. Richtig, ja. Also wenn ihr diesen Sound hört, dann wisst ihr sofort, macht es Klingling, oder? Das ist Halloween. Unverkennbar. Ja, der erste Film, das ist das gute Stück da. Und es spielt von Michael Myers, der als kleiner Bub seine grosse Schwester massakriert, nachher in die Psychiatrie kommt und dann 15 Jahre nach dem Vorfall einen Tag vor Halloween aus der Psychiatrie abhaut. Und gejagt wird er dabei von seinem Psychiater, wo ihn schon... Dr. Loomis. Genau, der Dr. Loomis, der ihn schon probiert hat, die ganzen 15 Jahre zu therapieren, also von klein auf, als er dort eingewiesen wurde. Allerdings hat das nicht viel gefruchtet, wie man sieht nachher. Ja. Wie viele Tage gibt es eigentlich mittlerweile? Sind da etwa 6, 7, 8, 9 mit der Remakes, 10? Ja, kann man sagen, ja. Es sind 8 Teile und dann 2 Remakes, die mittlerweile schon... Und der Clive Parker selber hat den ersten inszeniert, den zweiten inszeniert. Der John Carpenter, meinst du? Oh, Entschuldigung, der John Carpenter, ja, das 1, 2. Und auch das 3. Und das 3 ist der einzige Halloween von der ganzen Serie, wo kein Michael Myers mehr dabei ist, sondern es ist ein komplett eigenständiger Film, genau. Weil er den Halloween 3-Titel nicht verdient genau. hat. Ja, weil, wie schon beim Jason, haben irgendwie Produzenten aus unerfindlichen Gründen gefunden, jetzt nehmen wir die Hauptfigur raus und machen irgendwie einfach einen Horrorfilm, der mit Halloween-Masken zu tun, wo Kinder irgendwie dazu bringen, zum durchdrehen etc. Mhm. Also, nicht mein Geschmack. Nein. Aber ja, und wie von vielen anderen der Geschmack auch nicht, weil im 4. haben sie ihn dann wieder reingebracht, der gute Michael. Und, so ist er auch wieder. Ja, man kann dazu sagen, er ist auch ein Boogeyman, der eigentlich nie einen Ton sagt. Er hat ja immer seinen Mechaniker-Overall an, seine weiße Maske und sein bevorzugtes Tötungsinstrument ist ein ellenlanges Fleischermesser, wo er meistens immer Teenies abschlachtet. Und wenn er so jetzt denkt, hui, das sieht cool aus, all die Halloween-Filme haben, ist noch wichtig zu sagen, dass der zweite Teil bei uns im regulären Handel nur geschnitten bekommt. Also ungeschnitten müssen wir schon wieder in einen speziellen Fachhandel gehen, um uns zwei ungeschnitten anzutun. Der Halloween, der Fluch von Michael Myers, ist auch mittlerweile mehr als schwer zu bekommen, weil die gute DVD ist schon lange vergriffen. Dann war er in einer H20 noch mit Jamie Lee Curtis wieder. Ganz und genau. Der Clive Parker. Nein, wie heißt er? John Carpenter. Ja. John Carpenter hat den wieder inszeniert. Und dann ist die gute Zeit angebrochen, wo der Rob Zombie das Gefühl hat, so, ich mache jetzt auch ein Remake. Remake. Ja. Mittlerweile haben wir ja schon fast von jedem grossen Boogeyman ein Remake. Und ich muss sagen, der Rob Zombie hat meiner Ansicht nach seine Arbeit nicht so gut gemacht. Mhm. Also er hat probiert, das Ganze von neue Schiene zu ziehen. Also, was man muss gut halten, der Michael Myers sieht etwas abgefuckter aus. Also, ja, und seine Kinderzeit finde ich noch gut, wie die ausgeleuchtet wird, wie er als Kind war. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen muss man sagen, eher ein schwaches Remake. Das Potenzial, das er hatte, hätte er besser ausnutzen können. Und Halloween 2 von Rob Zombie ist sehr wichtig zu sagen, dass alle Fassungen, die wir uns in der Schweiz so kann kaufen, all geschnitten sind. Mhm. Das ist eigentlich lustig, dass die Remakes mittlerweile, dass die gar nicht an Karte überkommt, im normalen Handel. Aber dann gibt es von Österreich eine tipptoppi Box, wo dann Halloween 2 auch ungeschnitten drauf ist. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Wir schauen uns jetzt mal einen Zusammenschnitt an. Aus der kultigsten Szene. Halloween-Film. Genau. Ja. Ich würde auch schön das alles mit dieser Halloween-Musik unterlegen. Ach. Was ist denn jetzt wieder los? Keine Ahnung, ich habe gestern irgendwie Enchiladas gefressen. Und ist... dann geht es WC. Oh Gott, immer so Zeug gesagt. Also freut euch auf Halloween! Thank you.
Polizei. Sagen Sie dem Sheriff, ich hätte ihn erschossen. Wen? Und sagen Sie ihm, er wäre geflohen. Was soll das ganze Affentheater? Hat mich schon fast zu Tode geärgert über das Kindergeschrei. Sie wissen doch gar nicht, was tot ist. Sagte Hoffmann irgendwas über noch lebende Verwandte? Ja. Eine Nichte lebt an seinem Wohnort. Und? Sie ist zu jung als gesetzlicher Vormund für ihn. Was ich nicht verstehe. Okay, du Arschloch. Du willst Ärger haben? Ich schlag dir die Fresse! Das ist scheiße, Dick. Das ist scheiße. Meine Gedanken schwarz wie im dunklen Wald. Ich lieb von einem Hund. Abgeschnitten, abbissen, abgerissen. Hektoliter Blut. Dann ist der Film auch wirklich gut. Ein Preis, ein Witz und die Idee. Schon ist es eine bessere Droge als Schnee. Wenn du nicht weißt, wer ist es gewesen, hat der Film genug Drill dabei. Warte nur auf den Schnitt mit dem offenen Mund aus Gesicht. Die Geschichte nimmt kein Sandy. Wes bei der regierte Wattli. Haben das kopiert. Wenn du gut schreibst. Schluch. Ah ja, jetzt sehe ich das Papier. Oh, das ist scheiße, Dick. Das ist scheiße. Hey, voll in die Augen. Voll in die offenen Augen. Hey, nein. Oh, scheiße. Nein, schaut mal meine Filme an. Und den Sack. Wie schaust du? Rücken wir nochmal. Du musst hier rein.
Psycho Horror Show ist dir präsentiert worden vom Virus Magazine.